und da gemerkt, okay, dann kommt auch wieder das Gleichgewicht. Man hat dann auch viel mehr diese innere Ruhe wieder. So, man dreht sich nicht alles den ganzen Tag um Essen besorgen oder wenn man mal länger nichts isst, so dann isst man halt mal einen Tag nichts. Man ist dann ausgeglichen auch in der Zeit. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Interview hier auf diesem Kanal. Ich freue mich heute wieder ganz besonders, den Tobias Steinhäuser neben mir sitzen zu haben. Hallo lieber Tobias. Ja, hi. Danke für die Einladung. Sehr gern, schön, dass du dir wieder Zeit genommen hast. Mit uns gibt es ja mittlerweile ganz viele Videos auf meinem Kanal. Ja. Und heute habe ich auch nochmal, wir wollen das gar nicht, soll eigentlich auch eher ein kurzes Video werden, so kurz wie man es eben zu zweit halten kann. Aber mir war es nochmal wichtig, nochmal in die Art Ernährungsumstellung nochmal reinzugehen. Du hattest da ja auch damals vor vielen Jahren, du hast ja deine Ernährung umgestellt auf vegetarisch, vegan und dann bist du auch auf Facebook auf gewisse Gruppen aufmerksam geworden. Dann bist du auch relativ schnell in diese Früchtekost rein. Na, ich habe das ja dann Ja. auch erlebt. Wir kennen uns jetzt schon länger persönlich, wenn du hier zu Besuch Ja. warst, immer so Melonensaft und Früchte, Mangos oder Gemüsefrüchte, auch mal ein bisschen Avocados, aber schon sehr früchtelastig, würde ich mal sagen. So Ja, das, was ich so genau. erlebt habe. Ne? Genau. Ja, Und manchmal dann auch Fettfrüchte, ja. Fettfrüchte, Avocado, genau. Auch meine Genau, Kokosnuss, so aber genau. genau, aber halt weniger und ja. Das habe ich schon immer mitgekriegt, dass ich mir so, okay, Tobias, der ist sehr früchtelastig oder Gemüsefrüchte oder auch dieser Rohkostburger, das ist ja auch von dir geprägt. Gurkenscheibe, Tomatenscheibe, getrocknete Tomate, dann noch Dattel oder Mango, da hat man ja so ein bisschen variiert. Ja. Ein ganz einfaches Essen, aber im Sommer Ja. ist das genial, weil man eben auch die regionalen Gemüsefrüchte hat, ne? Ja. Aber dann hat sich das so in den letzten, ich glaube, ein, zwei Jahren ergeben, da hast du auf einmal deine Ernährung doch nochmal umgestellt. Genau, und da wollten Ja. wir jetzt drüber nochmal sprechen. Ja, erstmal, also eher von der früchtelastigen Ernährung, hast du jetzt doch nochmal deine Ernährung umgestellt, dass du das mal kurz skizzierst, wie sieht jetzt deine Ernährung aus und warum hast du das dann nochmal umgestellt? Das ist jetzt Ja. noch ganz interessant. Ja. Also damals war es für mich halt so, ich habe mich erstmal besser gefühlt mit den Früchten, alles viel leichter, so der Körper ist viel mehr entlastet, schmeckt natürlich super gut, süße Früchte. So, und am Anfang funktioniert das auch ganz gut, aber ich habe halt über die Dauer hinweg gemerkt, okay, der Körper kommt so leicht aus dem Gleichgewicht, so die Früchte sind halt überzüchtet. Am Anfang dachte ich, ja, wollte es mir auch selber noch so nicht so ein bisschen eingestehen, dachte so, ey, Früchte ist das Optimale. Aber es kommt halt dann auch sehr auf die Mengen drauf an, habe ich gemerkt. Ich habe halt auch von früh bis abends dann, sage ich mal, Früchte gegessen, auch weil die Entgiftung sonst so stark war und dann wollte man es irgendwie noch dämpfen. Dann halt noch Trockenfrüchte, viele gegessen. Also 1,5 Jahre habe ich, glaube ich, teilweise jeden Tag auch ein halbes Kilo Datteln oder Feigen gegessen, Trockenfrüchte. Und ich habe es halt dann mit der Zeit gemerkt, einfach von den Zähnen her, so der Zahnschmelz ging immer mehr zurück. Und ich hatte sonst nie Probleme mit den Zähnen, perfekte Zähne so. Und irgendwann war ich dann beim Zahnarzt und da halt auch dann einfach gesehen, so dass das erste Mal dann so Kariesstellen gehabt. Zwei Stück. Und da halt gemerkt, okay, da ist irgendwas noch nicht im Lot und habe halt vorher auch so unbewusst oft das Körpergefühl so ein bisschen ignoriert. Auch dieses Gefühl, sag ich mal, was man sonst, das kann ich halt sonst, man hat halt den ganzen Tag so ein bisschen Hunger, so ich konnte trotzdem so Essenspausen mal so ein bisschen einhalten, aber der Körper war in der Zeit nicht so ausgeglichen. So auch nach dem Essen, dieses typische, wenn man zu viel Früchte gegessen hat oder zu viel überzüchtete Früchte, unreife Früchte, das spielt halt dann gerade in Deutschland noch mehr mit rein. Dann ist man so nach dem Essen auch so ein bisschen nervös, zittrig, sag ich mal. Man ist nicht so ausgeglichen, man fühlt sich nicht so ruhig in sich gesättigt. Und ich habe halt gemerkt, so das ist halt so eine feine Balance so. Und ich habe das über die Jahre hinweg halt immer mehr aus dem Gleichgewicht. So, ich sag mal, dieses Gleichgewicht zwischen Früchten auf der einen Seite und Grün oder Fett auf der anderen Seite, wo das so ein bisschen wieder ins Gleichgewicht bringt. Und so mit der Zeit, so über die Monate, über 1, 2 Jahre vor allem, ging das dann halt immer mehr aus dem Gleichgewicht von der Ernährung. So, am Anfang konnte der Körper das ganz gut noch puffern, aber dann habe ich halt gemerkt, okay, ja, da halt dann Probleme bekommen. Und ich kenne auch niemanden jetzt so mit nur Früchten, so vor allem mit nur den überzüchteten Früchten, der wirklich über Jahrzehnte damit gut fährt. So, der Einzige, den ich kenne, hatte ich auch mal ein Video, könnt ihr gerne nochmal auf meinem Kanal anschauen, über Lauren Lockman auch.
Er zum Beispiel, Lauren Lockman, wer nicht kennt, hat, ich glaube, sogar das größte Fastencenter der Welt, hat in Costa Rica ein Fastencenter und ernährt sich seit 30 Jahren nur von Früchten, aber er isst halt selber angebaute Früchte. Er isst wenig, so. Er isst zweimal am Tag, vielleicht so eine Papaya, so eine Mittelgröße, die Größe, oder so eine kleine Wassermelone, das zweimal am Tag, und dann vielleicht ein-, zweimal in der Woche irgendwie mal eine Avocado, zwei Avocados oder mal einen Kopfsalat, einfach einen ganzen. Genau, hat da auch ein bisschen Grün zum Ausgleich drin, aber halt hauptsächlich diese Früchte, aber dieses wenig Essen halt, und er hält halt die Essenspausen ein, so. Und gerade wenn man nur Früchte isst und dann halt diese Essenspausen nicht einhält, kenne ich keinen, der damit gut fährt, wenn er das nur macht über Jahre hinweg so. Dann braucht man halt wieder das Grün zum Ausgleichen oder ein bisschen Fett oder Fettfrüchte. Das war halt was, wo ich gemerkt habe einfach, und ja, kennt halt auch zahlreiche Leute, denen es halt genauso ging. Und es ist halt oft so ein bisschen so ein Trugschluss so. Ich war da ja dann auch so voll vom Kopf her drin. Früchte sind das Allerbeste und sind auch super gut so, sind überhaupt nicht schlecht. Ich esse jetzt auch noch Früchte, jetzt gerade auch in Teneriffa, so super leckere Papayas und Avocados. Aber sie sind halt nicht mehr komplett im Gleichgewicht. Und wenn man sich daran überisst, so, dann kommt der Körper nach einer Zeit ins Ungleichgewicht. Und das passiert halt nicht gleich. So, deswegen ist es halt das Trügerische so. Die Wippe geht halt so ganz langsam nach unten über die Monate, Jahre, je nachdem, was man da auch für einen Puffer hat, je nachdem, was man für Voraussetzungen hat. Aber wenn man vorher schon Zahnprobleme zum Beispiel hat, dann kann es halt sehr schnell kommen, dass da halt mehr kommt an Zahnproblemen. Und genau, darum habe ich dann recht drastisch umgestellt, so, wo ich es dann mit den Zähnen gemerkt habe, und dann viel mehr Grün eingebaut, so säurehaltige Früchte weggelassen. Im Winter ist es halt in Deutschland auch das Einzige, was es gut gibt und lange gibt, ist Äpfel. Die meisten Sorten wieder super viel Säure. Und wenn man dann halt nicht eine Pause macht, so ein, zwei Stunden nach dem Essen wird halt auch so eine gewisse Schutzschicht auf den Zähnen weggenommen, so, wenn man Früchte isst, gerade mit Säure. Was ja eigentlich jetzt nicht so schlecht ist, aber wenn das halt dann, wenn man dann den ganzen Tag Früchte isst und dann nicht diese ein, zwei, drei Stunden Pause danach hat, dann kann sich diese Schicht danach nicht wieder regenerieren und wieder aufbauen. Und dann geht es halt nach hinten los so. Und drum jetzt war es halt mehr so, dass ich hauptsächlich Grün esse. Ich esse eigentlich zweimal am Tag. Mittags vielleicht was Leichteres. Hier jetzt auf den Teneriffa habe ich dann immer Papayas erstmal mittags gegessen. Und dann abends Grünsalat, Avocados, Sesamsamen. In Deutschland habe ich dann auch mal gedünstete Süßkartoffeln oder Gemüse dann ausprobiert und genau, da so ein bisschen rumgespielt und da gemerkt, okay, dann kommt auch wieder das Gleichgewicht. Man hat dann auch viel, viel mehr diese innere Ruhe wieder. So. Man dreht sich nicht alles den ganzen Tag um Essen besorgen oder wenn man mal länger nichts isst, so, dann isst man halt mal einen Tag nichts. Man ist dann ausgeglichen auch in der Zeit. Ja, und viel entspannter so. Man merkt, der Körper ist einfach wieder mehr im Gleichgewicht, wenn man dann ja, mehr Grün drin hat, Samen, Saaten auch mal, ja, Nüsse, je nachdem, ja. Genau, mir war das nochmal wichtig, dass nochmal so diese Umstellung oder dein Wandel nochmal rauszustellen, weil ich auch für immer gesehen, oh, viele Früchte, wenn ich dann gesagt habe, und mehr Grün, ach nee, mein Körper hat da kein Gespür dafür. Und deswegen ist es für dich ja auch gerade so wichtig in deinem Programm auch, dass du betonst, wieder ein gesundes Körpergefühl zu haben, ne? Weil du eben aus deiner Erfahrung, dass du dir sagst, nee, die meine Klienten, die mein Programm machen, die sollen eben nicht den gleichen Fehler wie ich machen. Ne? Du legst deinen Fokus auch am Anfang erstmal auf ganz andere Dinge, wieder in das gesunde Körpergefühl zu kommen, dass man sich eben nicht so selber betrügt, in Anführungszeichen, und sagt, oh, die Früchte, die tun so gut, sondern dass man genau schaut, ne? Dass die Balance immer da ist. Da hast du eben jetzt draus gelernt. Und leider ist es ja auch so, gerade so auf Facebook in gewissen Gruppen, da wird das immer mal propagiert, die Früchtekost. Ich weiß, du wurdest da auch immer so als lobendes Beispiel, dass du das ja auch umgesetzt hast, dass das alles super funktioniert. Das habe ich letztens das wieder kürzlich in so einem Text gelesen, wo ich gedacht, nee, also so einfach ist es ja nicht. Ne? Da habe ich gedacht, der Tobias hat gerade noch so die Kurve gekriegt, da ist jetzt nichts hängen geblieben, was jetzt wirklich nicht mehr reparabel ist. Ne? Du hast ja, das hätte ich noch gemerkt. Und das ist eben wichtig, dass wir das dann auch mal aufzeigen, ne? Dass es auch viele Irrwege gibt, so Ernährungsirrlehren. So. Und gerade
Ja, auch die Schleimverheilkost hast du ja auch einiges dazu gemacht. Der Arnold Ehret hat auch mal gesagt, langsam umstellen. Und das war vor 100 Jahren, wo er das empfohlen hat, in der heutigen Ja. Zeit. Wir sind viel mehr belastet. Wir haben, die Früchte sind nicht mehr dieselben wie vor 100 Jahren. Oder die Lebensmittel, die Qualität hat sich geändert. Und wir sind auch viel mehr eben belastet. Auch nicht nur so eine körperliche Entgiftung, Vergiftung, sondern eben auch eine emotionale, ne, über die Generationen. Ja. Es gibt jetzt viel mehr da zu beachten, dass man da eben langsam Schritt für Schritt und eben auch auf die Ja. Qualität achtet. Und dann auch nicht emotionales Essen, ne? Wirst du auch in deinem Programm auch, wird das auch ein Thema sein, dass die Leute wieder lernen, vernünftig zu essen, auf ihr Körpergefühl zu hören und auch nur dann zu essen, wenn wirklich das körperliche Bedürfnis da ist und nicht aus emotionalen Gründen sich dann, das Schon. macht ja auch nochmal was, Ja. ne? Ja, das ist, finde ich, so ein Riesenpunkt. Also Ehret einmal, da auch, ich habe das auch am Anfang so, und ich habe das so vielen Menschen, die mir begegnet sind, wo es auch am Anfang so ging, man liest Ehret, ist so total begeistert von Früchten, aber überliest oft selber. So, er hat selber auch so reingeschrieben, es ist nicht so individuell wirklich wie eine Übergangskost, die anzupassen ist und wo man halt genau gucken muss, wie schnell kann man umstellen. Wie gesagt, das war halt 1911, wo er Schleimfreie Heilkost geschrieben hat. Und heutzutage, gerade nach dem Krieg, ist es ja noch mal ganz anders. Die Lebensmittelqualität viel schlechter. Selbst wenn er von Orangen schreibt, so was für Orangen, weiß man nicht, von was für Orangen er schreibt. Das kann eine ganz andere Sorte, ganz andere Qualität sein, wo der Körper ganz anders reagiert. Ja, und das habe ich halt auch gemerkt. Mittlerweile, ich finde es halt auch teilweise echt gefährlich, was teilweise in so Gruppen erzählt wird, weil viele probieren das aus. Ich war da auch super konsequent so. Aber am Ende habe ich gemerkt, okay, es war halt vom Kopf her erstmal nur so dieses, okay, Früchte ist das Beste und Früchte sind auch, wie gesagt, super gut. Aber teilweise sind sie halt leicht aus dem Gleichgewicht, wie gesagt. Und wenn man sie dann nur isst oder halt zu viel vor allem isst, und das passiert halt automatisch, weil die Entgiftung einfach sonst viel zu stark ist, weil vom Körper her der Stand einfach viel zu weit weg davon ist, dass man da so geringe Mengen essen könnte. Und ja, dann passiert es halt. Wir sind so viele hunderte Menschen so in den letzten Jahren begegnet, wo das passiert ist. So. Und ich kenne keinen, der da längerfristig wirklich bei nur Früchten geblieben ist. Oder wenn es längerfristig, einigermaßen längerfristig gut geht, für 5 bis 10 Jahre, sage ich mal, dann ist es oft halt Leute, die halt in den Tropen leben, die dann auch noch viel Fettfrüchte essen, Kokosnüsse, Durian und so. Dann kann man das ganz gut ausgleichen. So. Aber wenn man halt sonst gar kein Grün drinnen hat, dann geht es halt wirklich nicht lange gut. So, ja. Und gerade in den Tropen, da gibt es auch noch mehr ursprüngliche Früchte, ne, teilweise. Die verträgt, da braucht der Körper viel weniger und verträgt das nochmal ganz anders. Ne? Das ist nochmal eine ganz andere Sättigung. Ja? Und Ja. genau, das ist mir halt auch wichtig nochmal. Wir wollen die Früchte nicht verteufeln, aber darauf achten, nicht zu Gar viel davon zu nicht. essen und auf die Qualität zu achten. Ja? Voll, Und sich ja, nicht daran zu genau. überessen, auch Trockenfrüchte. Gerade wenn man schon Zahnprobleme hat, hatte ich auch mal in einem. Bei der Revolution hat die Maria Kakiaki auch mal einen Vortrag gehalten. Da ging es auch, jenes Zahngesundheitssymposium ist Ja. ja auch ihr Thema neben Chlorophyll. Und sie hat auch gesagt, also wer Zahnprobleme hat, Trockenfrüchte konsequent weglassen. Höchstens mal zum Schon, Geburtstag und zu ja. Weihnachten sich mal was gönnen. Ne? Und ich habe auch die Erfahrung gemacht, gerade bei Apfelsorten, wenn man richtig alte Apfelsorten hat, die zwar säurehaltiger sind, ist es aber auch nochmal anders. Und diese Esspausen einhält, Ja. dann hat man, also dann geht man auch da stabiler durch und die Zähne bekommen keine Schäden. Ne? Schon, ja. Finde ich auch interessant, diese Beobachtung. Ja, und da kommt es auch ganz drauf an, wo man halt steht. Ne? Wenn man halt, wie gesagt, vorher schon Probleme hat. Ich habe nämlich dann mit ihr auch ein Video drüber gemacht und könnte auch mal auf den Kanal gucken. Sie ist da echt nochmal so ganz genau drauf eingegangen und hat halt auch gesagt, so, wenn es um die Zähne geht, dann ist es keine Entgiftung, so wenn die dann wehtun oder so. Das, ja, vieles ist Entgiftung, aber bei den Zähnen halt nicht so, hat Es sie wird ja gemeint. manchmal auch so, Das, ach, das ist nur eine Entgiftung, da musst du jetzt durch. Aber wenn die Zähne dann genau. ausfallen oder man eine Nee. Wurzelbehandlung braucht, dann ist man schon übers Ziel hinausgeschossen. Schon, ja. Das war ja auch so ein Punkt, ne? Dann war man so, ich war damals in Gruppen und dann erzählen viele von Früchten und so und später dann rausgefunden, okay, die haben teilweise, weiß ich nicht, ein paar Zähne noch so. Das kann ja auch nicht normal sein, so die perfekte Ernährung, aber dir fallen dann die Zähne aus, so, ja. Ja, es gibt leider auch das Problem, dass gewisse Leute das propagieren, dann haben aber gesundheitliche Beschwerden, die aber nicht nach außen getragen werden, ja. Genau, ja. Ich würde mich hüten, jemanden in die Pfanne zu hauen, aber deswegen sind Henry und ich da immer sehr bestrebt zu sagen, und du ja auch,
Leute, nicht so viel Früchte, grün ausgleichen, langsam vorangehen, ne, die Entgiftung nicht zu stark werden lassen, sodass man da gut ohne Schäden durchkommt. Der Henry hatte auch viele Menschen, die eben auch Zahnprobleme hatten, Gelenkprobleme, auch Sportler, ne, die viel Sport gemacht haben, Früchte gegessen, und die kommen dann irgendwann ins Gleichgewicht, weil die Mineralien fehlen. So. Und das kann man ja einfach vermeiden mit dem richtigen Wissen, was du ja auch anbietest, ne, auf deinem Kanal, in deinem Programm. Und das ist halt, ich meine, das ist auch kein Problem, einen Fehler zu machen, so, ne? Aber dann das Wichtigste, das zu erkennen und daraus zu lernen und nicht diesen Fehler einfach als das Ultimative einfach voranzutragen, obwohl man weiß, das kann Menschen schädigen, weil man einfach von seiner Ideologie nicht runterkommen will. Oder dass auch so gesagt wird, grün oder Gemüse, das erdet zu sehr, das sind erdige Stoffe, die machen Körper steif. Das kann auf einem gewissen Level, kann das schon möglich sein, aber für die Umstellung, für die vielen Jahre brauchen wir die Mineralien, da brauchen wir das Grün und da brauchen wir das Gemüse. Ja, und es ist natürlich auch alles individuell. Aber ich würde immer erstmal sagen, langsam umstellen, das alles erstmal mit dabei haben. Es spricht ja auch nichts dagegen, wenn man mal irgendwo in den Tropen ist oder im südlichen Europa mal eine Früchtewoche zu machen, mal Feigen schon, zu essen oder Pfirsiche oder Melonen mal einfach nur. Ja. Aber dann immer schauen, dass man im Gleichgewicht ist. Und das ist halt auch wichtig, wieder in dieses, was du, das habe ich mir von dir auch so mitgenommen. Das hattest du ja auch, wo wir im Sommer hier bei dir, bei deinem Event waren, dass du auch im Vortrag gesagt hast, gesundes Körpergefühl ist das A und O, bevor man überhaupt auch die Ernährung umstellt. Ja, schon. Ja, das habe ich auch echt gemerkt. Das ist so eins der größten Punkte, wirklich das Körpergefühl zu entwickeln. Und für mich war es halt auch so ein Prozess die letzten Jahre, wirklich so klar unterscheiden zu können, was ist der Körper, was will der Körper, was sind dann Gedanken, Emotionen und was sind irgendwelche Dogmen, die man sich in den Kopf gesetzt hat. Und mittlerweile, ich denke halt nichts mehr, ich denke weniger als jeder Durchschnittsbürger über Essen nach. So. Mhm. Wenn ich was esse, dann spüre ich rein, auf was habe ich jetzt Lust. Ist es mehr was Deftiges, was Fettigeres? Ist es eher was Grünes? Habe ich Lust auf Früchte, auf was Leichteres? Und esse es dann so. Und dann hört man halt auch auf, wenn man merkt, okay, der Körper hat genug, weil sonst überisst man sich ja auch oft emotional eben. Ja. Genau. Und diese klare Trennung halt hinzubekommen, so, das ist halt das, wo wir auch immer eine Zusammenarbeit im Programm machen, weil ist halt so ein Prozess, wie wenn man Klavier spielen lernt, sag ich mal, man haut sich nicht hin und dann spielt man irgendwie Sinfonie von Mozart, sondern so ein stetiger Prozess, wo man wieder merkt, okay, was will der Körper mit den Signalen sagen, welche Signale kann man wahrnehmen, da ist halt auch so ein guter Punkt, mal wirklich zu hören, und da könnt ihr auch mal gucken, wenn man zum Beispiel Früchte isst, so, da kommt es eben auch auf die Menge drauf an und was für eine Sorte man isst. Aber wenn man mal Monomahlzeiten macht, wo man mal wirklich nur ein Lebensmittel, Mono eben, eins, in einer Mahlzeit isst und dann mal reinspürt, wie fühlt man sich eine halbe Stunde nach dem Essen so. Und normalerweise sollte man sich zum Beispiel nicht nach dem Essen eine halbe Stunde danach müde oder schlapp fühlen so. Wenn man sich müde oder schlapp oder unausgeglichen fühlt, dann war es halt entweder zu viel, es war einfach ein Lebensmittel, wo der Körper nicht verdauen kann, oder es war halt schlecht kombiniert so. Aber normalerweise, ich meine, man fährt auch nicht mit dem Auto zur Tankstelle und dann sagt man, okay, jetzt muss erstmal stehen bleiben und dann können wir losfahren so. Normalerweise, wenn man isst, ist man danach ausgeglichen, man hat Energie, man muss sich nicht hinlegen und wie nach einer Schweinshaxe, sage ich mal, in der Mittagspause so, und dann fällt man irgendwie mit dem Kopf auf den Tisch so nach der Arbeit. Und da halt wirklich zu gucken. Und bei Früchten hatte ich es zum Beispiel auch so dann, wenn ich Monomahlzeiten gemacht habe, je nach Sorte eben und je nachdem, wie viel ich gegessen habe. Aber wenn ich zu viel überzüchtete Früchte in einer Mahlzeit gegessen habe, dann habe ich mich eben so zittrig, nervös, unruhig gefühlt innerlich, nicht so ausgeglichen. So. Normalerweise soll man sich ganz entspannt, zufrieden, satt und ausgeglichen und energetisch fühlen nach dem Essen, so, nicht müde oder schlapp sein. So, und wenn man das mal immer genauer beobachtet und einfach mal mit so Monomahlzeiten, das muss man nicht ständig machen, aber nur um mal ein Gefühl für zu bekommen, was einem gut tut, welche Lebensmittel. Und dann lernt man das halt immer mehr. Wenn man das jedes Mal, da ist es halt auch wieder diese Langfristigkeit, dass man jedes Mal mal nach dem Essen wirklich reinspürt und offen guckt und nicht. Ne, man kann sich mal irgendwo Impulse holen, aber ich denke, wenn es um die eigene Gesundheit geht, sollte man halt auf niemanden hören oder auch wenn es um die eigene Ernährung eben geht, sondern nur auf sein eigenes Körpergefühl hören und dann wirklich wieder gucken, okay, was ist das, was mir gut tut? So. Ja. Kommt ja auch immer auf den Zustand vom eigenen Darm drauf an, so, was verträgt man gerade gut, was will der Körper gerade? Ja. Ja. Genau.
Oder auch gerade, wie sein Lebensalltag so ist, ob man vielleicht auch Leistungssport macht, ob man Familie, ob man, welches Stresslevel man hat. Das kommt, muss man halt immer ganz individuell anschauen. Das hat Arnold Ehret ja schon vor über 100 Jahren gesagt. Ne? Das ist eine ganz individuelle Geschichte bei der Umstellung. Und schon, wie dann was zusammengestellt wird, wie das Fasten mit den schleimfreien Heilkostmenüs zusammen kombiniert wird. Ne? Das muss man schon immer ein bisschen individueller anschauen. Und dann kann man so wirklich Schäden, die nicht mehr rückgängig sind, vermeiden. So. Ich meine, mal Kopfschmerzen, dass man sich auch mal schlapp fühlt, man nicht so viel Energie hat, das ist bei diesem ganzen Umstellungsprozess durchaus auch normal. Ne? Ja, aber dann, kann mal passieren, genau, aber passieren. Grundsätzlich, ja, es sollte natürlich kein Dauerzustand sein. Ja, was ich nämlich auch gemerkt habe, am Anfang dachte ich auch so immer alles ja Entgiftung und so, aber wenn der Körper besser in Fluss ist, sag ich mal, wie wenn man, ja, in den Fluss auch, wenn man da Salz reinstreut, so, dann ist nicht der Fluss sofort versalzen, so, wenn man in den See, der so stagniert ist und der ganze Körper eben nicht in Fluss ist und in den See Salz reinstreut, dann ist der halt sofort versalzen, so. Wenn man halt selber wieder gut in Bewegung ist, Lymphfluss in Gang ist, wenn die ganzen Toxine halt immer gut ausgeleitet werden, so, dann kommt man natürlich, wenn man mal fastet oder so, sind vielleicht mal Kopfschmerzen da, aber ansonsten kann der Körper das eher so nebenbei wirklich alles gut ausleiten, ohne dass man dann irgendwie die ganze Zeit zu nichts mehr fähig ist. Ja. Ja, man kann eben auf diesem langsamen Weg, wo man auch eine Erdung dabei hat und der Körper ausbalanciert ist, sein Tagewerk einfach fortführen, ohne dass man schlapp ist. Ne? Man ist dann trotzdem in seiner Kraft. Und Schritt für Schritt wird der Körper umgebaut, der Geist umgebaut. Ne? Und dann bekommt man ein ganz neues Bewusstsein auch für die eigene Gesundheit, für das, was im Umfeld ist, vielleicht auch für seine eigenen Wünsche, was man im Leben möchte, gewisse Werte. Das ist ein spannender Transformationsprozess. Ne? Und du bist ja auch in den letzten Jahren da durch eine große Transformation gegangen, wie eigentlich viele, also einige, die den Weg gehen, so, was da alles so passiert, ist auf alle Fälle eine spannende Reise und wir laden alle Menschen dazu ein, diese Reise anzutreten, ja. Ja, ja, auf jeden Fall, also ich stelle es mir auch so vor, dass man dass man in der Welt, oder ich möchte zumindest in der Welt leben, wo halt bewusste Menschen da sind, die wieder mit Strahlen in den Augen durch die Welt laufen, die wo frische Luft ist, wo die Natur wieder aufblüht, wo die Menschen wieder aufblühen. Ja. Ja. Ist auf alle Fälle ein schöner Wunsch, ein schöner Schlusssatz, lieber Tobias. Ich danke dir für dieses Gespräch, für die Einblicke auch bei dir. Ne? Ja, gern. Das ist mal sehr spannend, sowas auch, um die Menschen zu inspirieren, welchen Weg sie einschlagen, dass sie die richtigen Entscheidungen treffen und sich eben nicht. Ja. Auch im Internet, da gibt es so viel Ablenkung, Verwirrung, dass sie da wirklich sich da auch inspirieren lassen und nicht die gleichen Fehler machen wie andere. So. Genau. Deswegen war das jetzt auch so hilfreich. Ja, ich werde deinen YouTube-Kanal oben in den Infokarten verlinken. Du hast auch eine Webseite, die verlinke ich unter diesem Video, beziehungsweise im ersten angepinnten Kommentar. Man findet dich auch auf Instagram, ne? Facebook, ist da auch eine Community, eine Gruppe. Kann ich alles unten verlinken. Also wenn ihr euch für die Arbeit von Tobias interessiert, für seine Inspirationen, für Körper, Geist und Seele, dann schaut einfach mal bei Tobias vorbei. Für dich geht es ja jetzt auch noch weiter. Ich weiß noch nicht, wann ich das Video veröffentliche, aber schätze, wenn ich es veröffentliche, dann bist du schon in Südamerika oder Mittelamerika. Ja. Mittel, genau. Da, also wenn ihr euch dafür interessiert, schaut bei Tobias. Du wirst ja auf Instagram, vor allem Instagram, aber auch YouTube wirst du auch einiges, du bist da noch zwei Monate, glaube ich, da wirst du einiges darüber berichten. Und da bin ich auch sehr gespannt, was uns da erwartet, was da von dir dann so rüberkommt. Ja, auf jeden Fall. Also wenn es Früchte und so, und die Ernährung und der Alltag euch da mehr interessiert, dann schaut lieber mal auf Instagram, da teile ich noch mehr so Einblicke im Alltag. Ja. Genau, YouTube werde ich auch mal das ein oder andere Video, aber dann eher wahrscheinlich inhaltlich einfach so gesprochen wie jetzt. Ja. Genau. Ja, und an die Zuschauer, gerne eure Meinungen, Gedanken dazu. Hattet ihr auch das Problem, dass ihr zuerst in der Früchtekost euch inspirieren lassen habt, weil es ja eben auch schmeckt und Früchte ansprechend sind und habt dann gemerkt, jetzt gibt es gesundheitliche Probleme oder die Entgiftung wird zu stark. Also uns interessieren da sehr die Erfahrungsberichte. Ich bin da sehr gespannt und freue mich über regen Austausch unter diesem Video. Tobias, dir danke ich nochmal für deine Zeit. Für die Zuschauer alles Liebe, alles Gute, ganz viel Kraft und Zuversicht und bis ganz bald. Tschüss. Ciao.